Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Tombi. Ich habe den Raum schneller wiedergefunden als gedacht, aber ich habe es wiedergefunden und von daher... Ja, ich weiß nicht, ob ich es einsetzen muss oder auch noch mit dir reden muss. Ich rede einfach mal mit dir. Okay. Dann setze ich die Teile hier jetzt mal ein. Wir fangen bei der 1 an. Bitte lass mich kein fünftes finden müssen, bitte. Nein, mir fehlt ein Teil. Ihr Schweine. Ach, come on. Wo soll das jetzt noch sein? Ich war doch überall. Obwohl, vielleicht in diesem einen besonderen Ei. Das könnte natürlich sonst noch sein. Warte mal, wo ging es hier nochmal hin? Ja, hier ging es jetzt nichts. Okay. Wieso kann ich den hier nicht wechseln einfach? Ich will die Ansicht wechseln. Oh Mann, das ist so fies. Wow. Ich weiß gar nicht, zu welcher Seite komme ich hier nochmal raus? Jetzt bin ich wieder hier. Oder ist hier noch irgendwo jetzt was? Ist hier jetzt ein Schlüsselteil vielleicht aufgetaucht, was ich dann jetzt brauche? Weil das hier echt ein schöner Ort ist, auf jeden Fall. Das kann ich nicht anders sagen. Ich meine, da es ja eigentlich nicht als ganzes Let's Play gemeint war, sage ich mal, könnte ich ja schon längst aufhören, weil es auch langsam echt anstrengend wird. Aber andererseits hat mich jetzt so ein bisschen die Gamer-Ehre in dieser Hinsicht gepackt, dass ich es jetzt eigentlich schon fast durchziehen möchte, weil so schwer ist es ja auch wieder nicht. Das wäre ja an sich alles noch machbar im Laufe der Zeit, so, ne? You know? Von daher. Ich muss eigentlich jetzt nur noch mal zur weißen Treppe irgendwie gelangen. Ah ja, hier. Perfekt. Dann kann ich mir hier die nötigen Pilze holen. Und noch mehr. Weil vielleicht ist ja hinter einer der Lachenden, entweder hinter der lachenden oder der weinenden Tür das Ergebnis, sag ich mal. Und dann weiß man ja nicht. Ich möchte aber erstmal hier weg. Ich möchte mal was anderes in meinem Leben sehen, außer diesem Pilzwald und diese Villa und ach. Hilfe. Okay, mit dir könnte ich zur Villa, aber. Das ist auch scheiße.
Nee, dann nicht. Ich wusste nicht mehr genau, wo ich rauskomme. Ich meine, ich möchte natürlich Baron die Heilkräuter gerne bringen, aber andererseits, bis ich dann wieder wirklich hier gelandet bin, das wird ja dann eine Weile dauern. Dann mache ich doch lieber zuerst hier das fertig. Okay, ich bin schon mal in Sicherheit vor den Viechern, das ist viel wert. Puh. Okay, die lachende Tür war oben auf diesem Rasending. Halt! Oh. Ah, scheiße, ich habe ja jetzt nicht meinen Schläger. Aber es gab ja noch was anderes, was ich mit dem lachenden Gesicht machen muss. Es gab doch diese... Ja. Mann, chill. Es gab doch diese eine Maus, die so traurig war. Deswegen, bei der muss ich doch auch noch lachen, damit sie dann fröhlich ist. Deswegen, das mache ich mal zuerst, bevor ich das vergesse. Ich hatte das ja sogar kurz vergessen. Wer hat denn hier geweint? Warst du das? Oder warst du das? Ja, genau, hier. Kann ich aufhören? Aber hier lache ich gar nicht. Och Mann. Oh Mann. Okay, dann brauche ich für dich anscheinend was anderes. Mal sehen, ob ich jetzt überhaupt noch lache. Oder ob ich jetzt nochmal einen Pilz essen muss. Ja, ich lache immer noch. Okay. Ja, das ging ja hier gar nicht, verdammt. Ah, okay. Alles Klärchen. Ja, hier ist das letzte Teil. Ein Glück. Alles Klärchen. Erstmal jetzt heilen. Da, normaler Pilz. Bin hier nicht so ganz richtig, glaube ich.
waren denn jetzt die weißen Stufen? Verdammt. Kamera ändern. Es war doch aber irgendwo hier. Da musste ich dazu doch kurz hier raus. Ach, ich bin verwirrt. Ah. Ne, hier bin ich ja nur hier wieder. Hier bin ich ja fertig. Hier gibt es ja nichts mehr zu tun. Wenn ich doch nur einen Orientierungssinn hätte, dann wäre das Leben so viel einfacher. Aber in der Nähe der traurigen Tür gab es doch dann schließlich hier die Lösung, sag ich mal. Was war hier denn eigentlich nochmal? Ja, okay, hier ist erstmal so nichts für mich. Warte. Nee, falsch. Glaube ich. Ach nee, da oben. Ich hab's gerade gesehen. Ich muss auf der anderen Seite runterrutschen. War das nicht hier? Sonst war es in der Höhle da drunter, glaube ich. Mit dem Schlüssel. Ah, hier. Sehr gut. Immerhin, das habe ich ja einigermaßen gut wiedergefunden. Mit ein paar Problemen, aber es ging. So, jetzt aber endlich fertig hier. Yay, ich habe einen großen Schlüssel erhalten. Hast du mir noch irgendwas dazu zu sagen? Nein. Hey, ich habe einen großen Schlüssel erhalten. Nee, war hier unten. Da ist das große Schlüsselloch. Yay! Oh je. Das kann ja was werden hier. Nein! Toll! Nein! Nein!
Ach komm! Nein, komm! Ja, geht doch! Seriously? Toll. Dann brauche ich mir den Stress ja hier gar nicht zu machen. Noch nicht. Ernsthaft. Das ist jetzt echt enttäuschend. Na gut, aber irgendwo hier unten war doch das weinende Gesicht. Können wir doch nichts erzählen, ey. Beziehungsweise, auch die Stufen. Aber hier geht's ja nur dahin zurück. Wo sind denn diese Stufen geblieben? Dass ich hier auch nicht lang kann, ist auch scheiße. Aber gut, zur Not laufe ich einmal aus. Warum? Ist auch okay. Vielleicht war das ja sogar... Wow! Hier. Ja, es war hier. Was war das gerade für ein komisches Geräusch? Naja. Egal. Danke. Sollst du mit diesen Quallen da die ganze Zeit schmusen, die fliegen können? Anstrengend hier, ey. So, jetzt bin ich gespannt. Bitte gib mir was Vernünftiges, womit ich arbeiten kann. Rein, Schätzchen. Oh, Käse. Und Heilung. Schön. Aber naja, genug Käse ist das natürlich immer noch nicht. Genau. Wie viel Käse habe ich jetzt? Ich habe jetzt. Ach, da unten Käse. Viermal. Ja. Bei weitem noch nicht genug. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wo ich hin soll, ehrlich gesagt. Ich könnte, wie gesagt, durch den Pilzwald zurück ins Zwergendorf und Baron die Heilkräuter bringen, aber mal davon abgesehen. Wo soll ich hin?
muss ja eigentlich jetzt alles nochmal abgrasen und gucken, wo hier was war. Ich muss ja dieses komische Ei nochmal finden, was anscheinend ja jetzt hoffentlich kaputt gehen wird. Und vielleicht komme ich ja jetzt auch zum tausendjährigen Weisen. Ich weiß ja nicht, was ich da brauche, auch um durch die Flammen zu kommen. Ob ich da wirklich nochmal den Wassereimer jetzt füllen muss oder nicht. Ich meine, wäre anzunehmen, aber ich weiß es halt nicht mit Sicherheit. Wo war dieses komische Ei? Okay, hier nicht. Das war diese komische Plattform des Todes. Der Reihe nach, weil hier war ja so der Anfang. Ich frage mich auch, ob wir eine bestimmte Stufe irgendwie erreichen müssen beim Besiegen von Gegnern. Naja. Gehe ich erstmal zum Alten. Mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie durchkomme oder so. Da garantiert nicht durch. Ah, ich verlässt mich aber wenigstens nicht. Mann, ich möchte so gerne zu dir. Aber dazu brauche ich wahrscheinlich sogar erst den Enterhaken und muss irgendwie noch durch die Lavahöhlen und all dieser Mist. Ich weiß es ja nicht. Ist ja auch so komisch hier schließlich mit dem Wasserbecken, dass ich hier nichts machen kann. Ich will den Eimer wirklich auffüllen. Nicht mal den Spiegel kann ich hier sauber machen. Was soll das denn? I am verwirrt. Ich liebe diesen Eingang irgendwie, ne? Ihr merkt es schon. Ich nehme ihn einfach immer wieder. Ich hab's befürchtet. Fuck you. Ja. Ich nehm dich nochmal eben mit, komm. Wenn du dich schon mal so als Opfer anbietest, ne? Aber gut, Leute, der Part muss ja auch nicht endlos weit gehen. Ich bin jetzt hier wenigstens gerade in der Nähe der weißen Stufen. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen und dieses Cocker-Ei nochmal off-play suchen. Und ja, ich hoffe dann mal, wir sehen uns ja alle im nächsten Part wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao!